Ja, wir haben heute vier Vertreter vom heimischen Fußball bis in die Champions League. Es ist heute alles vertreten hier auf dieser Bühne. Und wir wollen auch heute ein bisschen die Brücke schlagen. Wo sind denn jetzt genau die Unterschiede? Die Unterschiede zur Champions League und die Unterschiede zur Verbandsliga. Wie ist die Arbeit in der Verbandsliga? Wie läuft denn die Arbeit bei der Eintracht? Und dazu haben wir uns heute vier spannende Gäste eingeladen. Ich begrüße hier auf der Bühne Florian Hammel vom FC Dorndorf. Der nächste in unserer Runde. Ich sage herzlich willkommen, unser Thorsten Wörsdorfer. Herzlich willkommen, Nico Schäfer. Bitte schön. Ein Stuhl ist noch frei und herzlich willkommen, Oliver Frankenbach. Bitte schön. Herr Frankenbach, wie sieht denn bei Ihnen so ein Arbeitsalltag aus? Ja, völlig anders als von Florian. Das ist vielleicht auch der große Unterschied zwischen, sag ich mal, Amateurfußball und Profifußball. Wir sind ja ein mittelständisches Unternehmen. Also ich kümmere mich um all das, was eigentlich im normalen mittelständischen Unternehmen auch gearbeitet wird. Alles, was mit dem Bereich Finanzen zu tun hat, und IT gehört auch noch zu meinem Verantwortungsbereich. Das Thema Sport berührt mich eigentlich tagsüber relativ wenig, sondern ich kümmere mich eigentlich um Dinge, die eben etwas mit der Finanzierungsstrategie des Unternehmens zu tun haben, mit Budgeteinhaltung. Ich bin in verschiedenen Gremien, nationalen, internationalen unterwegs. Der Sport spielt dann eine Rolle, wenn wir einmal in der Woche Vorstandssitzung haben und mein Kollege Markus Krösche etwas, sag ich mal, über den sportlichen Werdegang der letzten Wochen und wie es in Zukunft weitergeht, berichtet. Aber der Sport an sich spielt bei mir relativ wenig eine Rolle während meiner normalen Arbeitszeit. Herr Schäfer, wie unterscheidet sich denn Ihr Arbeitsalltag? Also Sie sind wahrscheinlich auch rund um die Uhr erreichbar, aber die Arbeitsfelder, was ist das? Natürlich Augen auf bei der Partnerwahl, das ist für uns, glaube ich, alle wichtig. Da haben wir hoffentlich alle Glück gehabt. Also ich habe nächstes Jahr Silberhochzeit, also wir haben es ganz gut bis jetzt hingekriegt. Ja. Also ich habe ja heute gelesen, der Nagelsmann hat jetzt über Hoffenheim auch so ein Videoleinwand bekommen, wie er das früher in Hoffenheim hatte. Da hat er am Trainingszentrum eine 30x30 große Leinwand, um das Training besser zu beobachten. Das wird jetzt in München auch installiert, aber ich kann ihm sagen, das löst nicht seine Probleme. Was ist denn dann eigentlich Ihre Aufgabe an so einem Spieltag? Also ist das Luxus zu sagen, jetzt gucke ich meinen Jungs noch zu, oder muss man da anwesend sein? Also grundsätzlich muss man nicht anwesend sein, aber wir haben natürlich auch eine ganze Menge Menschen im Stadion, die relativ viel Geld dafür zahlen und auch Firmen, die dafür zahlen, dass der Fußball unterstützt wird. Und da ist man natürlich immer irgendwie auch ansprechbar, hat Kundenkontakte, hat Gespräche während dem Spiel. Natürlich, wenn irgendwas total Wichtiges, Privates wäre, müsste ich nicht unbedingt zum Spiel, aber das gehört auch irgendwie zu einer Leidenschaft dazu, wenn man die ganze Woche, ich sage jetzt mal so ein bisschen, an so einem Produkt mitarbeitet. Dann will man natürlich auch am Wochenende auch sehen, was draus geworden ist. Aber ich bin damals, habe eigentlich vorher was Vernünftiges gemacht, studiert, mein BBA, mein MBA gemacht, habe dann mich selbstständig gemacht in Essen mit einer Agentur. Und eins von diesen vielen Gesprächen, die mich vorher aufgrund des MBAs oder der Wirtschaft haben wollten, war dann ein Notvorstand von Rot-Weiß Essen tatsächlich. Und der hatte mich gefragt, ob ich nicht Sponsoren für sie suchen sollte, wenn ich schon wieder in Essen bin. Und da habe ich noch gedacht, Rot-Weiß Essen, da war ich einmal zum Spiel. Die haben bestimmt RWE auf der Brust und alles ganz toll, aber waren eigentlich in Wirklichkeit in der Konkursverschleppung, hatten mehrere Monate schon keine Sozialversicherung, Gehälter etc. bezahlt. Ja, vor allem auf dem letzten Tabellenplatz in der dritten Liga damals, hieß es Regionalliga. Und dann bin ich in dieses Büro halt reingegangen und war dann tatsächlich, das ist mal 100 Jahre Buch belegt, 7 Tage und Nächte dort. Aber erstmal sortiert und habe dann gesagt, ich hatte gerade geheiratet, also deswegen Augen auf bei der Partnerwahl, und habe gesagt, wenn ich euch rette, dann bezahlt ihr mich, ansonsten eben nicht, habt ihr eh nichts. Flo, wie fahrt ihr zum Auswärtsspiel? Mit kleinen Bussen. Also es gibt schon kleinen Busse, da gibt es keine Liste, jeder Spieler muss mal fahren. Wer ist heute dran, wer stellt sein Auto zur Verfügung? Nee, das ist auch ein...
alles geregelt. Nicht der Fall, genau. In den Ligen, wo der Flo und ich arbeiten, da ist eher der gefragt, der zurückfährt. Wie verpflichtet man Mario Götze? Also gibt es da eine WhatsApp-Gruppe, wo arbeitslose Spieler Scouting. Drin sind? Mario Götze ist reines Scouting entdeckt. Es ist kein Scout. Wie läuft sowas ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Naja, wenn es um Mario Götze geht, kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kann mich erinnern, das war irgendwie so März oder sogar schon Februar, da kam Markus Kröcher so ein bisschen auf mich zu. Also es bin meistens ich, mit dem er als allererstes darüber redet, weil er auch immer so eine Einschätzung haben will, ist das finanziell machbar. Ich habe da so eine Idee. Ja, habe ich gesagt, wenn du sagst, ich habe so eine Idee. Ja, Mario Götze möchte gerne wieder in die Bundesliga wechseln. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das aus deiner Sicht ein Spieler ist, der uns weiterhilft und auch der Trainer davon überzeugt ist, dann geh das mal an und dann schauen wir mal, wenn er grundsätzlich wechselwillig ist, zu welchen Konditionen wir den überhaupt bekommen können. Und dann gab es immer wieder mal Rückmeldungen und am Ende, glaube ich, war das Finanzielle gar nicht so das große Problem, weil er hatte eine Ausstiegsklausel in Eindhoven. Auch seine Gehaltsvorstellungen waren jetzt nicht etwas, was uns jetzt total überrascht hat. Und insofern ging es eher so ein bisschen darum, einzuschätzen, was so ein Transfer von Mario Götze für uns als Eintracht Frankfurt bedeutet, weil das dann schon ein relativ großer Medienauflauf war und wir auch einschätzen mussten und das natürlich auch die sportliche Leitung einschätzen musste, wie wirkt das auf uns und auf ihn im Gesamtpaket? Macht das überhaupt Sinn? Jetzt, sage ich mal, nachdem die Saison ein paar Monate gelaufen ist, glaube ich, macht Sinn. Er spielt so, wie er sich das vorgestellt hat. Wir sind zufrieden mit ihm, weil er uns auch weiterhilft. Insofern, glaube ich, war das ein gelungener Wechsel. Es gibt auch manchmal Fußballer, da muss man sagen, aus denen mussten Fußballer machen, das wird nämlich mit Arbeiten nichts, weil ich habe damals den Toni da Silva zu Eintracht Frankfurt gebracht. Da wusste ich, der muss einen 3-Jahres-Vertrag haben bei der Eintracht, weil der muss sich erstmal an Profigeschäft gewöhnen. Das wird eine harte Nuss für den, weil der war nicht so mit dem Training und Fleiß, aber war halt ein begnadeter Fußballer. Und Fußball ist halt manchmal auch ein bisschen außerhalb der kaufmännischen Zahlen und da muss man immer einen guten Mittelweg gehen. Und da war der Toni eine gute Investition, ein guter Spieler. Vielleicht nicht für die Eintracht Frankfurt, aber für die Zeit danach und als er in Wien-Wiesbaden die harte Schule des Trainers kennengelernt hat, dann ging es dann ganz nach oben. So ein Cristiano Ronaldo. Jeder Eintracht-Fan hat jetzt drauf gewartet, wann kommt diese Meldung? Weil das kann man doch durch Trikotverkäufe ganz einfach refinanzieren. Oder wie ist das in der Wirklichkeit? Naja, da hätte ich jetzt als allererstes mal gesagt, der hätte uns sportlich nicht weitergebracht. Deswegen brauchen wir darüber gar nicht zu sprechen. Kurz und knapp, ja. In Dortmund hätte er geholfen, ne? Gerade in der aktuellen Situation. Ohne Stürmer ist das, wäre nicht schlecht gewesen. Endlich mal einer, der Flo seine Bälle erläuft vorne. Ja, für alle, die das Thema Deutschlands bester Zweitverein nicht ganz so mitbekommen hat, also Wien-Wiesbaden. Wer hat das nicht? Wien-Wiesbaden hat damit geworben, und sie korrigieren mich gleich sowieso, wenn ich fertig bin, zu sagen, werdet Anhänger als Zweitverein, also wir leben ja hier im Hotspot, wir haben die Eintracht, wir haben Mainz, in der Mitte sitzt irgendwo Wien und dann werdet doch Anhänger als Zweitverein von Wien Wiesbaden. Der beste Zweitverein. Und das hat bei den jetzigen doch Wien Wiesbaden Fans, die es auch gibt, ein bisschen für Unmut gesorgt, oder? Das ist richtig. Das war so gewollt oder was war Sinn und Zweck dieser? Oder nochmal, weil man eigentlich ruft man aus, bitte kommt ins Stadion, damit es voll ist. Das machen wir natürlich nicht. Nein, wir haben natürlich eine Kampagne mit Ecken und Kanten gemacht, die sicherlich, wenn man sich adressiert fühlt, wir haben jetzt Zweitfans angesprochen. Wir haben die Erstfans ja gar nicht angesprochen im ersten Schritt. Hatten dafür natürlich das ein oder andere uns überlegt und hatten jetzt auch, und ich habe jetzt das den großen Vorteil, mal 25 Fanclubs an einem Abend, direkt nachdem die Kampagne losging, 22 am Tisch zu haben. Da habe ich gesagt, das ist doch schon mal toll, das ist schon mal eine Einigkeit. Vorher habe ich immer gesagt, Wechselgesang gibt es bei uns schon von Natur aus, weil die einen rufen Wien, die anderen Wiesbaden. Das muss woanders noch geübt werden, hier haben wir es schon von Natur aus. Und das muss man irgendwann zusammenbringen. Und die Leute müssen einfach darüber klar sein, dass es nur zusammen geht. Und wenn man die Ultra-Bewegung sieht, ist ja sehr schön, dass man sie hat.
auch als so kleiner Club. Aber es ist eben nicht alleine eben der SVW in Taunusstein, der es ausmacht. Profifußball ohne Wiesbaden wäre gar nicht möglich. Nochmal, Wien und Wiesbaden gehört zusammen. Das leben wir seit 5 Jahren vor und das wollen wir halt weiterentwickeln. Natürlich sind wir jetzt interessanter geworden, weil in den letzten Jahren natürlich fast jedes Jahr irgendwie noch ein Erfolg hinzugekommen ist und wir die Marke vielleicht jetzt auch international noch ein bisschen stärker aufstellen konnten. Vorhersehbar war das natürlich überhaupt nicht, weil wenn man in der Relegation gerade so den Klassenerhalt schafft, dann denkt man, jetzt lass uns erstmal irgendwie die nächste Saison spielen und schauen, dass wir relativ frühzeitig den Klassenerhalt schaffen. Aber da war die Initialzündung Niko Kovac. Das muss ich immer wieder sagen, weil der durch seine Arbeitsweise und durch seine Art, wie man Fußball lebt, wie man auch Erfolg haben möchte, uns einfach den Schritt quasi vorangebracht haben, von dem wir heute alle noch leben, weil er sich nicht irgendwie damit zufrieden geben wollte, wir spielen jetzt mal Bundesliga und wollen gerade so die Klasse halten, sondern der wollte Erfolg. Und wir waren dann auch im Pokalfinale 2-mal hintereinander und haben das dann auch gegen Bayern geschafft, weil er davon überzeugt war, dass wir Bayern München im Endspiel schlagen können. Und nur weil er diese Überzeugung hatte und alle im Club weitergegeben hat, war das überhaupt möglich. Und das waren, glaube ich, die prägenden Jahre, warum wir jetzt Champions League spielen. Ja, man muss halt erstmal wissen, wie ich kam, sind sie abgestiegen. Das heißt, da musste man komplett neu aufbauen. Ich hatte, glaube ich, 3 Spieler zur Verfügung. Und ja, habe mir da auch vorher lange Gedanken gemacht. Aber es ist, glaube ich, grundähnlich wie überall, ob jetzt Erstliga, Zweitliga, Drittliga. Wir haben uns ein Konzept aufgebaut oder ich habe mir ein Konzept überlegt, viele junge Spieler anzusprechen aus der Umgebung. Wir haben auch, ja, Scouting kann man das ja nicht sagen, aber wir waren unterwegs, wir haben geschaut, okay, wer könnte es packen, wen können wir weiterentwickeln. Auch bei Spielergesprächen habe ich einfach so viel mitgenommen, was ich so erlebt habe, wie Präsentationen vorbereitet für Spieler. Ne? Man will schauen, welche Spieler möchte man unbedingt haben, was ist das Limit. Mit einem anderen Trainer mal gesprochen vor der Saison, da hat er zu mir gesagt, oh, dieses Jahr haben wir einen kleinen Etat, haben einen Etat von 650.000. Das ist okay, das haben wir auch, aber allerdings auf 12 Jahre. Ja? Also das ist halt der feine Unterschied und das muss man halt immer mit zurechtkommen. Und was in Dietkirchen in den letzten Jahren passiert, ist was Besonderes. Das kann man auch so nicht adaptieren, weil auch die Typen, die da alle so dabei waren, das wird auch schwieriger die Jahre danach. Man kann schon sagen, also gerade in der letzten Liga, in der Gruppenliga, gibt es halt wirklich Vereine, die halt, keine Ahnung, 120.000 Budget haben, wie Ukriftel oder auch, ja, Wörsdorf ist auch ein bisschen drunter. Ist das das 3- oder das 4-fache? Ja, also das auf jeden Fall. Das kann man schon, ja, das kann man ungefähr schon so sagen. Aber das hat man auch in Dietkirchen einfach gemerkt, das hängt halt auch nicht am Geld. Ne? Du musst einfach eine Mannschaft hinkriegen oder diese Marke aufbauen, wo einfach jeder für jeden da ist. So, und dann ist das auch egal, ob du jetzt Gruppenliga spielst, Verbandsliga oder dritte oder zweite Liga. Wenn du da keine Mannschaft zusammen hast, die nicht zusammen agieren, die nicht zusammen auch nach dem Training noch zusammen was erleben, dann hast du auch keinen Erfolg. So, und der Erfolg kommt halt wirklich durch die Arbeit, durch das harte Arbeiten und nicht einfach nur, wir holen uns jetzt hier den, den und den. Der kommt aus Frankfurt, der kommt aus Wiesbaden. Die holen wir hin, bisschen Geld, dann ist er zusammengewürfelt. Und das ist meistens nicht der Erfolg, den man haben möchte. Und deswegen, wie gesagt, habe ich mich so ein bisschen am Anfang am Thorsten orientiert, auch langfristig zu schauen. Aber wichtig ist, dass die Leute natürlich sehen, bei uns kann man sich entwickeln, bei uns gibt es die Spielzeiten. Und wenn es dann soweit ist, begleiten wir den Spieler eben auch dahin weg. Man kann keinen Spieler seltensten Fällen halten, den man definitiv weg möchte. Man muss einen guten Weg dafür finden, wenn man das oft gemacht hat. Dann spricht sich das für den Spielern rum. Den Check des Umfelds ist immer wichtig. Der Rainer Kallmuth hat das bei mir zu Hause damals auch gemacht. Er hat zu Hause mal mit den Vertrag in der Schreibmaschine getippt und hat erstmal einen guten Westerwälder Schweinemagen gegessen. Ja. Hat er erstmal satt, bis er am Flughafen gekommen ist nach Frankfurt. Ja. Aber Umfeld ist schon eine Rolle. Das ist absolut wichtig. Gehört auch dazu. Otto Rehagel hat ja immer gesagt, der wichtigste ist immer die Spielerfrau, ja, was dahinter steht. Ich will noch einmal kurz festhalten und ich glaube, das kann man ganz schön aus dem Abend mitnehmen. Da sind wir wieder, egal ob Verbandsliga, Drittliga oder Champions League. Letztendlich sind es immer dieselben Themen, egal ob ich das nebenberuflich mache, was aber wirklich ein Hauptberuf ist, ja, oder ich hauptberuflich arbeite.
das Thema Marke ist wichtig, das Thema Fans ist wichtig und ja, gerne auf die Arbeit gehen, mit Herzblut dabei sein. Und ich finde, das ist ein ganz spannendes Resümee. Das hätte ich so jetzt nicht erwartet, dass alle dieselben Baustellen haben und jeder mit den gleichen Problemen nur mit anderen Summen hantieren. Von daher bedanke ich mich schon mal in der Runde hier. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute Abend hierher gekommen seid. Und ich habe noch eins, Marcel. Wir haben ja heute die Tradition beim Auto aus Bach. Heute sind wir bei Skoda, wo wir den FLW Fußball-Talk machen. Da hatten wir heute ja eine Weltpremiere, muss man ja wirklich sagen. Mit dir als Moderator. Ja, ich muss sagen, habe wohl eben schon überlegt, du hast ja organisierst super Taxi Adi, machst tolle Mitarbeiter, die da weiterbildest, bist dann in Stiftungen tätig, was du alles so nebenher noch machst, Dresden Großrad, bist viel unterwegs, musst mit Icke ab und zu feiern, ist auch nicht immer einfach, ja. Und, aber ich glaube, als Moderator, ich habe mit dem einen oder anderen schon mal zusammengesetzt, dass es nicht so gut gemacht hat, auch später, du hast es heute Abend überragend gemacht. Marcel, herzlichen Glückwunsch, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und ja, eine Frage habe ich auch noch, die hat mir eigentlich der Kai so ein bisschen vorweggenommen. Herr Frankenbach, wo sind Sie denn am Samstag, den 10. Juni 2023? Ich würde jetzt sagen, in Istanbul. Die hat er mir leider ein Stück weit vorweggenommen. Ich gebe das an den Markus Grösche weiter. Wir haben ja quasi die ganze, ich kann das nochmal so erzählen, die ganze letzte Saison quasi schon uns irgendwie so von Spieltag zu Spieltag gehangelt, wo wir gemerkt haben, dass es in der Bundesliga nicht so gut geht, dass es da wahrscheinlich nichts wird mit der Qualifikation für den internationalen Platz. Ich irgendwann zu Markus gesagt, Markus, wir müssen die Europa League gewinnen. Und das war dann so ein Running Gag nach jeder Runde und dann quasi haben wir im Viertelfinale Barcelona gezogen. Da sagte ich, boah, Mensch, das wäre besser gewesen, wenn wir es im Endspiel bekommen hätten. Da sagte er, die hauen wir weg. Und das gebe ich dem jetzt mit. Istanbul ist das Ziel und dann machen wir das. Das ist doch ein schönes Abschlusswort, oder?